Pfiffige Bongo-Boulevard-Zuschauer allererster Zeitrechnung werden bemerkt haben, dass sich hier Musiker ins Bild geschlichen haben, die mit den Worten Faber und Gäste der zweiten regulären Folge bahnbrechend optimal benannt werden können. Faber und seine Band waren in extrem ausgezeichneter Laune. Sie kamen an, schauten sich kurz um und zeigten dann mit einer Energie der Kategorie sehr und viel, dass Musik in ihrem Leben eine Rolle der übergeordneten Art und Weise spielt. Und weil das Team des Bongo Boulevards zu gleichen Teilen glücklich und entzückt ist über Episodio Numero Dos, wie unser spanisches Schallkabinenstudio sagen würde, wenn Schallkabinenstudios denn sprechen könnten, haben sich Marie und Marty in genau diesem Schallkabinenstudio zusammengefunden, um über die wilden Geschehnisse dieser Faber-Folge zu sprechen. Meine Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt, um bei ruhiger Melodie eine windzickige Folge Revue passieren zu lassen. Ja. Faber war zu Gast. Es war laut. Krass. Es ging alles ganz schnell, ich weiß gar nicht mehr. Vor allem der Anfang. Wow, shit! Wow, fuck! Wow, Gitarre, Bass! Einer muss normal. Oh, der ruft so schreien. Ja. Wie ein Ameisenstart während des Hochzeitsfluges und so. Und da waren sie plötzlich überall und ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich werde nie vergessen, wie du hier saßt und diesen einen Blick von dir so. Dieser eine Blick, der geht so. Ich habe dich noch nie in meinem Leben so sprachlos gesehen und so. Ja, das war so. Marty Fischer war nicht mehr der wahnsinnigste Mensch in dieser Box. Ungefähr da, also wo Herr Wollny sitzt, nur ein bisschen weiter hinten, da saß ein sehr bekloppter, bärtiger Schweizer und hat ein Stöckchen um sich geschmissen. Aber das sah gut aus und es klang auch verdammt geil. Tillmann. Für eine kranke Sau, sag mal. Ja, aber ich fand es auch total geil, dass man so vom einen ins nächste Genre so gehüpft ist. Ich liebe das. Das war so. Das haben mir auch viele Leute gedacht. Kam so ein Reggae-Beat und dann so, okay, wir spielen jetzt Reggae, okay. Ja. Das haben auch viele Leute gedacht, dass das tatsächlich vorher abgesprochen oder geprobt gewesen sei. Es war nichts davon, warum am Arsch ist dunkel, Alter, da war nichts abgesprochen. Es war einfach es war abgesprochen, dass Faber kommt und das war's. Und das haben sie, das, sie waren da. Da fand ich zum Beispiel... Janus war ein sehr feiner Mensch, finde ich, in der Runde. Das war so der Einzige, der ab und zu mal geguckt hat, wo ist eigentlich Marty? Kann man Marty irgendwie helfen? Der dir so Akkorde zugerufen hat, weißt du, der saß dir so gegenüber. Ja. Und der hat sich irgendwie so, da hat man so gemerkt, okay, der will jetzt auch mit dir zusammenspielen. Und das fand ich so unfassbar schön. Das hat mich sehr berührt, dass er in diesem Wahnsinn irgendwie so ab und zu gesagt hat, alles Gute und es wird ganz groß sind. Ja. Echte Hits. Unterm Mond fahr ich wieder ins Büro. Geil, geile Chorus. Und auf dem Klo. Der klingt auch schon geil, der. Klar, es gab noch Goran. Ja. Der war auch so voll flexibel so. Ja, das fand ich auch total geil. Der hat auch am Anfang Saxophon gespielt. Der sieht auch aus wie der junge Bob Dylan. Das, ja! Und dann halt Faber, ne? Faber. Krass. Eine Faber. Stimme eines alten Mannes in einem jungen Körper. Er vereint so alles, was so ein Chansonsänger so haben muss. Also er kann so säuseln, er kann peitschen und streicheln und fast gleichzeitig, könnte man denken.
e resta soltanto tutto il rimpianto, mentre il peccato nel desiderarti tanto. Oh, oh. Ich fände es auch spannend, weil viele Leute auch nicht so richtig verstanden haben, wo ich eigentlich bin. So, weil ich da hinten halt stehen muss. Volle d'amore. Ich stehe da ja nicht nur, um zuzuschauen, sondern weil ich arbeite da hinten. Ja, das sollte man vielleicht wissen. Weil viele Leute gesagt haben, Marie, sing doch mit und setz dich doch da hin und bleib da sitzen. Aber ich muss tatsächlich leider da hinten bleiben, um da hinten zu arbeiten. Aber nur damit ihr das wisst, wir haben uns das sehr bedacht durchgelesen, was ihr geschrieben habt. Und mir jetzt ein Mikrofon da hinten hingetan. Das heißt, an meinem Live-Regie-Platz, wo ich Live-Regie mache, habe ich jetzt ein Gesangsmikrofon und kann von dort hinten mitsingen. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass viele Leute gesagt haben, dass es schön wäre, zwischendrin vielleicht auch einen ruhigen Moment des Gespräches genießen zu können. Wir werden das zumindest versuchen. Mal gucken, ob es gelingt. Ich muss nicht immer reden. Ja. Ich werde es versuchen. Es ist aufregend alles, ne? Ich mag es auch, das ist im Prinzip wie ein Jam. Bongo Boulevard ist wie ein Jam selber. Man macht halt, man weiß nicht immer, ob es gelingt, so, aber immerhin jeder hier bei uns in der Band gibt alles. Der Schweiß und die Energie und auch die Liebe vielleicht eines jeden zur Musik, das dünstet so aus und zieht so ins Holz hier. Und das ist dann so da. Ja, ich finde das schön. Also das mit dem Schweiß weiß ich nicht. Das mit dem Ausdünsten war jetzt schon komisch. Aber ich finde das wirklich schön, weil man halt auch so merkt, wie völlig unterschiedlich Leute Musik machen. Also die einen halt so voller Energie und so rah, rah und sehr lebendig und die anderen sehr bedacht. Und wir irgendwo zwischendrin. Ja. Mit diesen Worten, die im Klugen und Weisen ihr Zuhause haben, beschließen Marie und Marty ihre Revue der Folge Faber und verabschieden sich mit einem Lied, das aufgrund seiner zeitlichen Position in diesem Video als Abschiedslied betituliert werden kann. Wenn du dann am Boden liegst, weißt du, wo du hingehörst. Und wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du. Und wenn du dann am Boden liegst, weißt du, und wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du so lange sein. I'm up all night to get some, I'm up all night to get fun, I'm up all night to get some, I'm up all night to get lucky, I'm up all night to get fun, I'm up all night to get some, I'm up all night to get fun, I'm up all night to get lucky. Immer noch drauf. Das ist Kunst. Das ist es.